Hey Leute und willkommen zurück zu Pokémon Wilds. Ich kann das Spiel nicht sein lassen. Ich muss es weiterspielen. Ich hab so Bock. Ich hoffe, ihr habt auch Bock beim Zugucken. Ich weiß es jetzt nicht. Wir haben letzte Folge es geschafft, das Noctu zu entwickeln und wir können umfliegen. Das heißt, wir können jetzt endlich mal die Stadt weitersuchen, die wir auch schon vor längerer Zeit suchen wollten. Wir fliegen jetzt einfach nach oben. Guckt mal. Wir fliegen jetzt einfach nach oben, Bruder. Und wenn wir bei unserem Pokémon hier auf Teleport drücken, sehen wir auch die Map. Wenn wir jetzt nicht eine Stadt finden, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann weiß ich auch nicht mehr. Ganz ehrlich, dann weiß ich auch nicht mehr. Also jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, eine Stadt zu finden. Wir fliegen einfach mal kerzengerade nach oben. Ist Carpador? Aber ich kann auch nicht surfen. Hier sind Shiggies, Anton, Sankabu. Wir gucken mal ein bisschen rum. Ist das ein Lapras? Oh, Lapras. Oh. Okay. Hier oben ist irgendwie nur Wasser. Okay. Jetzt sollten wir nicht nach oben fliegen. Also ein Stück nach links und wieder runter. Wir haben jetzt eine Map. Wir können uns eigentlich nicht verfliegen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein Kanimani. Wir können jederzeit nach Hause. Da sitzt ein Austos. Wir können uns also hier landen und das Austos mitnehmen. Das ist so OP. Was war da oben? Es ist so OP. Okay, weiter links. Wir suchen Vertania City. Wie letztens schon. Was das? Ist das ein Starmie? Könnte es sein. Das ist ein Krebskörper. Oh, ist das geil, das über die ganze Map zu fliegen. Auf der Suche nach einer Stadt. Leute, wir erkunden heute so hart. Das ist ein Garados einfach. Alles klar. Es muss doch irgendwo eine Stadt geben. Ich weiß, dass es sowas gibt. Okay, ist das Plateau? Keine Pokémon hier, wollte ich sagen. Da sind wir vorher stecken geblieben im Eis. Da sind noch andere Bäume. Da schwimmt, glaube ich, ein Quaxo. Oh Gott, fühlt sich gerade an, so wie in Minecraft oder so, wenn man zum ersten Mal rumfliegt. Was ist ein grüner Ball, bitte? Ich will hier landen. Secret Key? Haben wir einen geheimen Schlüssel gefunden? Für was auch immer es ist, wir haben einen geheimen Schlüssel gefunden. Wie geil. Wir haben einfach einen geheimen Schlüssel gefunden. Irgendwo am Arsch der Welt. Aber. Ein Geist! Wir haben keine Stadt gefunden, wollte ich sagen. Wir hauen natürlich vom Geist ab. Da muss doch irgendwo eine Stadt mal zu finden sein. Okay, also sie sehen uns auf jeden Fall hier oben. Und folgt der Geist mir auch in der Luft? Das hört sich so an. Ja! Oh mein Gott. Ja, wir haben gerade ein Geistproblem. Kennen wir aus Folge 1, glaube ich. Okay, das ist Tag geworden. Ich fliege halt hier rum. Ist das ein Nidoking? Oh Gott, wie geil. Ich würde so gerne mitnehmen. Ein Ei! Da ist ein Ei. Ein Nidoqueen-Ei. Ja, kein Platz. Können wir es trotzdem aufheben? Ich muss es wissen. Nee, du musst einen Platz frei haben. Okay. Aber es wackelt. Können wir zum ersten Mal die Geburt eines Pokémons sehen? Sieht nicht so aus. Dachte kurz, es wackelt. Gewackelt. Was kommt nicht raus? Es traut sich nicht. Es ist scheu. Moment. Ein Friedhof! Okay. Und ein Glurak. Wir haben Friedhof gefunden. Zubat. Ein paar Leben und ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh mein
Gott, ein Friedhof. Aber ich sehe leider keinen Nebula. Einfach Friedhof gefunden, Junge. Alter. Das sieht doch echt creepy aus. Aber das ist das erste Zeichen menschlicher Zivilisation, Leute. Oh mein Gott. Ich muss doch mal kurz landen. Was wird das Thumbnail? Friedhof gefunden. Und da oben ist ein Weberack eingesperrt. Sieht man das? Alter, ist das creepy. Was ist das? Was? Ich höre was? Ich wollte nur gucken, was es ist. Es ist Mimigma. Oh mein Gott. Mimigma. Ich habe keinen Pokéball mehr. Ich muss abhauen. Das muss... Ah! Habt ihr das Geräusch gehört? Gott, ist das creepy. Ist das creepy? Ist das geil und creepy zugleich? Oh, wie cool. Oh, mein Gott. Ich will es so hart haben, aber ich habe keinen Pokéball. Wir müssen irgendwie einen Pokéball finden. Und wissen, dass wir hier ein Mimigma haben. Es ist eingesperrt, es kann nichts passieren. Ne? Es kann nicht abhauen. Wir wissen, am Friedhof ist ein Mimigma. Das ist krass. Okay, hier ist die Eiswelt. Dann Gyarados. Einfach ein Mimigma. Ein Meganie! Oh, die sind so eingesperrt, auch diese krasseren Pokémon, ne? Oh, ist das gerade krass mit dem Rumfliegen. Ich fühle mich gerade so OP, ne? Erinnert mich, wie gesagt, an Ark auch zum Beispiel, ne? Wo man rumfliegen konnte. Aber wir haben noch keine Stadt gefunden. Bisher nur ein Friedhof. Schlechtes Zeichen. Vielleicht ist die Menschheit gar nicht mehr da. Vielleicht sind wir auch der Letzte. Hm? Das ist ein riesiger Wald übrigens. Vielleicht sind wir einfach der letzte Mensch. Ist es ein Bisaflor? Ich fresse einen Bisa. Da ist ein Bisaflor. Da ist echt viel Wald. Ah, Leute, wir erkunden gerade so hart. Ne? Heider willst wissen. Ich weiß nicht, wie weit ich nach links fliegen kann. Ah, schon zu weit eigentlich. Wir erkunden halt nur ein bisschen gerade, wie gesagt. Ich weiß auch nicht, wo wir am sinnvollsten hinfliegen, ne? Ob wir sagen... Wo ist unser Schlafplatz? Ach, hier unten. Hier ist der Friedhof. Okay, wir sind schon ein Stück runter. Ob wir sagen, dass wir... ab einem gewissen Punkt einfach mal in eine einzige Richtung weiterfliegen wieder. Okay, da ist der Friedhof. Und rechts unser Schlafplatz. Also noch ein Stück nach unten. Und dann nach links. Und fliegt jetzt einfach mal nach links. Und guckt mal. Kommt wieder das Meer. Ist hier wieder aus sozusagen. Ja. Sind wir auf einer gigantischen Insel gestrandet? Es sieht bisher so aus, oder? Es ist einfach eine gigantische, riesige Insel. Aber wir müssen uns erstmal von ihr runterkämpfen. So viele Fragen. Leute, ich habe so viele Fragen auf dieser Erkundung, in dieser Erkundungsfolge. Und ich dachte, wir finden heute Vertania City. Bisher eher nur krasse Pokémon, das erkenne ich nicht. Ein Mimigma gefunden, Alter, und ein Friedhof. Ist das Glurak wieder? Und da ist ein Geist irgendwo, der an seinen Eiern will. Ach stimmt, hier ist das Eis. Was rennt denn hier im Eis so rum? Also Fliegen ist aber OP. Wenn ihr ein Pokémon Wild spielen solltet, euch das kostenlos runterladet aus dem Internet. Ihr braucht Fliegen. Ihr braucht so krass Fliegen. Kann man schneller fliegen? Ne, dann landen wir ja. Also mitten im Eis. Einfach mitten im Eis. Ah! Ah Gott! Ich habe mich nicht erschreckt vom Geist. Nö, nö. Alles gut. Nicht erschreckt. Nö, nö. Im Eis rennt aber auch kein Pokémon rum, ne?
Wo war die Wüste nochmal? Ich bin ganz so neugierig auf alles, aber ich kann nicht alles immer erkunden. Du bist bei unten, ja. Aber es rennt auch kein Pokémon rum, ne? Eis scheint wirklich ausgestorben zu sein, gefühlt, ne? Da gibt's ja nicht mal eine Wiese, ne? Mysteriös. Was ist das, Dragosso? Aber dass wir halt... Okay, Kangamas. Dass wir hier halt einfach nicht auf menschliches Leben stoßen, verwirrt mich, ne? Was bist du denn? Kokowai, oder? Dass wir einfach nicht auf menschliches Leben stoßen. Und dass das Eis einfach direkt an die Wüste angrenzt, finde ich verdammt lustig. Aber was haben wir hier? Was ist das? Ah, das ist das komische Insekt. Glaube ich. Ja, müsste Maskerregen sein? Was bist du? Pinsir? Okay, wüsste das gefährlich. Wenn man da nicht fliegen hätte. Versuch gerade so den Rand der Eismap ein bisschen abzufliegen, um mal diese Wüste ein bisschen zu erkunden. Für was haben wir jetzt diesen... Ein Evoli? Für was haben wir jetzt diesen geheimnisvollen, mysteriösen Schlüssel? Wir haben nämlich noch... überhaupt keinen Ort gefunden, wo ein Haus ist, wo wir einen Schlüssel brauchen, ne? Eine Höhle, irgendein Eingang, nix. Und krass, wie weit wir gerade diese Wüste umfliegen. Alter, wie groß ist das denn? Alter. Okay, vielleicht ist das doch nicht so eine kleine Insel, auf der wir gestrandet sind, wie ich dachte. Wasserfälle. Janma. Oh, endlich mal wieder. Ja, perfekt. Pokéball, wichtig. Das ist heute eine Erkundungsfolge, Leute. Das ist eine Erkundungsfolge. Das ist eine Wanne. Ist das ein Chanera? Oh, Chanera flüchtet. Habt ihr das gesehen? Chanera ist ein Flucht. Das passt ja, ne? Chanera ist ein Flieher. Wir sind ein Flieger! Oh, ich bin gerade so fasziniert, Leute. Ich bin gerade so fasziniert, dass ein Divi... Was ist das denn? Ein Dragoran! Leute. Leute. Das sind Dratini-Eier. Das Problem ist, ich kann nichts freilassen. Er braucht das blöde Fleckmann, um die Karte zu sehen. Wo sind wir? Oh Gott. Also da Fluss. Wir müssen was nach Hause bringen. Wir müssen was nach Hause bringen, um hier ein Dratini-Ei zu holen, Leute. Oh mein Gott. Dratini-Eier gefunden. Okay, schnell, schnell, schnell. Schnell nach Hause und hier wieder herkommen. Da ist auch noch ein Felino. Schnell. Es bringt halt nichts, egal wie ich es mache. Ob ich jetzt ein Felino kurz hier lasse, um es dann wieder abzuholen, macht auch keinen Unterschied. Wir müssen was zu Hause absetzen. Und dann holen wir uns das Dratini-Ei. Oh mein Gott, ein Dratini, Leute. Das ist so geil. Dragoran ist so stark. Fliegen wir noch richtig? Das ist das Problem ist halt, dass ich das Fleckmon brauche, um mich zurechtzufinden. Das ist auch ein Ei schon wieder. Ich muss mal kurz das hier lassen. Muss ich... Ich sollte eigentlich mehr wahrscheinlich hier lassen. Ach.
Ich hoffe, dass das klappt auch, ne? Ich speichere mal zur Sicherheit. Nicht, dass dann irgendwie heißt, hey, da waren zu viele Pokémon oder so, ne? Ich nehme das lieber mit raus. Ich setze das hier draußen aus. Da wäre ich nicht traurig, wenn das weg ist. Und jetzt sofort wieder rüber und das Stratini-Ei holen. Oh mein Gott. Also wir hatten zwar noch immer keine Stadt gefunden bisher, aber ein fucking Dratini-Nest gefunden. Und ich habe so Angst, dass Draugorra mich angreift. Das werden wir nicht besiegen können. Wo war das jetzt? Da unten? Ja. Ach, ein Stück noch runter. Oh mein Gott, ich bin gerade so aufgeregt, ein Dratini zu holen. Ein Ei. Ich klaue ein Dratini-Ei. Oh, Tirik nimmt den Megane. Lol. Wo war das jetzt? Ich klaue einfach ein Dratini-Ei. Felino? Okay. Yes. Erstmal ganz in Ruhe den Pokéball noch holen. Dann laufen wir nach unten. Ich nehme auch zwei mit. Ja, ist ein Draugoran. Das Draugoran schreit oben. Es ist ein Dratini-Ei. Fliegen, fliegen, fliegen! Ich hab ein Dratini-Ei geklaut! Ich hab zwei Dratini-Eier geklaut! Weg von Draugoran! Das kann auch fliegen, glaube ich! Oh Gott. Wir haben Draugoran-Eier geklaut! Wir haben von Draugoran-Eier geklaut! Oh mein fucking Gott! Ich bin so happy! Okay, Noch immer so unschlüssig. Wo ich nur eine Stadt finden soll, ne? Ich soll vielleicht echt mal... Ja, nochmal im Draugoran vorbeifliegen. Ich soll vielleicht echt mal... Ach, dieser Flor. Ich sollte mal... Was ist das denn? Im Wartribi. Ich sollte mal die Insel umfliegen, um das Ganze aufzudecken, dass wir mal einen Umriss haben auch. Ist das ein Moorlord? Nein, Chigi. Um die ganze Karte mal aufzudecken. Und dann gucken wir mal, was wir so finden. Einfach ein Draugoran am Map-Ende, ey. Ja. Es sieht so aus. Ja. Wir decken halt jetzt mal, ja. Also die Insel ist deutlich größer, als ich dachte. Aber wo zum Piep ist denn endlich mal eine Stadt? Ne? Wo finden wir mal... Was ist das? Wo finden wir mal eine Stadt? Ah, okay. Hier ist so ein Weg. Und für was ist der mysteriöse Schlüssel? Der Schlüssel. Also, ist eine Erkundungsfolge. Seid mir nicht böse, wenn ich jetzt sehr viel rumfliege. Aber wir müssen unser Gebiet aufdecken. Wo befinden wir uns? Ne? Das ist, wie gesagt, das ist wie in jedem Survival-Spiel, wie in Minecraft und so weiter und so weiter. Wo ist man, ne? Wo muss man hin? Wo ist vielleicht noch ein anderer Überlebender? Und so weiter und so weiter. Ah, hier ist alles nur... Alles nur... Was? Was ist das? Ist das ein Akani? Nee, ach, ein Enton. Mann! Who's that Pokémon? Oh. Okay, ist auch ist ein Carportor, dann komme ich ja nicht ran. Was ist das? Das Turtok, lol! Also so spezielle Pokémon, die kriegst du halt echt nur gefühlt mit Fliegen, ne? Da sitzt ein Impergator auf dem Berg, ja. Also das Fleckmann-Ei, da waren wir schon mal. Das heißt, wo befinden wir uns? Ah, ein Weg zum Schlafplatz, ja. Okay, das heißt, wir haben hier oben jetzt aufgedeckt und wissen, so groß ist die Insel oben, ne? Also, das sieht eher schlecht nach Stadt aus. Aber warum ist hier ein Friedhof, ne? Aber was wir bei weitem nicht wissen ist, wie weit geht's nach unten? Und, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich fliege jetzt 5 Minuten nach rechts, ne? Treffe ich dann wieder auf Land? Oder... Ist das alles Wasser um uns herum? Wie gesagt, wir sind auf so einer Insel halt, ne? Das wissen wir halt nicht, ne?
Und ich habe ernsthaft wieder nach Hause gefunden. Dank Teleport. Und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen rumlaufen, um die Eier auszubrüten. Das wäre der Oberhammer, wenn wir jetzt noch den Dratini ausbrüten, ne? Ich werde das Haus ein bisschen umrunden, mal gucken, wann das Dratini schlüpft. Aber wir müssen auch noch, wie gesagt, was ich zu tun habe, ist das. Dieser Flor zu entwickeln, um Bäume zu fällen. Nicht mehr, weil sie uns im Weg sind und wir nicht durchlaufen können. Und wir nicht durchlaufen können, sondern weil wir Holz brauchen. Bin gespannt. Sieht man auch bei den Eiern was? Es wackelt nur ein bisschen, aber steht nicht da. Typ Dragon. Das ist so geil. Wir brüten gerade zwei Dratinis aus. Ich kann es nicht glauben, dass ich ein Dratini ausbrüten werde. Zwei Dratini ausbrüten werde. Wir haben einfach Eier geklaut. Wir haben einfach von Dragoran, einem der mächtigen Drachen, Eier geklaut. Kannst ja keinem erzählen. Einfach Dragoran Eier geklaut. Ich bin echt gespannt, wann die schlüpfen, ne? Und ob man das sieht auch. Die anderen gingen ja ziemlich schnell. Sind wir auch viel rumgelaufen. Wackeln die jetzt vielleicht schon anders? Sieht man da was? Wir sind ja... finde ich gleich. Wir haben ja viel gelernt schon im Spiel jetzt, ne? Wir erkunden ja alles selbst. Aber wo ist eine Stadt mal, ne? Ich will jetzt unbedingt noch diese Eier ausbrüten, Leute. Vorher kann ich die Folge nicht beenden. War auf jeden Fall eine Erkundungsfolge. Wir haben einen Friedhof gefunden. Wir haben Dragoran gefunden. Wir haben Dragoran Eier geklaut. Wir hätten vier Dratinis mitnehmen können. Die sich auch, wenn wir sie hier bei uns aussetzen, fortpflanzen, ne? Weil da oben hat das Fleckmon ein Ei gelegt. Ja? Das darf man nicht vergessen, das ist auch passiert, ne? Aber was ich mich auch frage, muss man zwangsweise ein Männchen und Weibchen aussetzen? Oder ist das egal? Das wackelt noch immer normal, ne? Ich weiß nicht, ob es da irgendwie zu sehen, ob man es irgendwie sehen kann, dass es halt eben, wie gesagt, dass es eben am Schlüpfen ist. Ich weiß es nicht. Wir sind ja mal rumüberlegt. Also ja, was steht noch immer an? Ja, es steht noch immer an, eine Stadt zu finden. Wir hatten jetzt nur das Einzige, wo wir jetzt hundertprozentig wissen, dass es hier Menschen gab, ist der Friedhof. Gibt es noch Menschen? Ich hoffe, ja. Und, weil wenn nicht, ich wüsste nicht, wie wir uns solo fortpflanzen sollten, ne? Vielleicht kriegen wir auch einen Scheide, das war so geil, ne? Yeah, ausgebrüht. Sehr schön. Stimmt, ja, wir könnten eigentlich jedes Mal Dragoran-Eier klauen gehen, bis wir einen Scheide ausbrüten. Das zweite müsste auch gleich schlüpfen, genau. Wäre jetzt geil, random Scheide, oder? Wir haben ja schon Scheide-Pokémon gefangen, guckt euch die anderen Videos an. Ah, schade, kein Scheide dabei. Aber nice. Zweimal Dratini. Finde ich mega geil. Finde ich einfach nur mega geil. Eins davon werden wir auf jeden Fall behalten. Ganz klarer Fall. Beides Männchen. Okay, dann ist ja egal, welches wir behalten. Dann das hier geht jetzt hier spazieren. Viel Spaß, Dratini. Ich habe dich ausgebrüdet, von deiner Mama weggebracht. Du bist hier ganz alleine, hast keine Freunde. Habe ich gern gemacht. Nehmen wir natürlich wieder Felino mit. Es hat uns in der Hand. Es hat uns Sand gegeben. Das geht auch? Warte mal kurz. Wie viel Platz haben wir jetzt noch? Okay. Ich muss erstmal das Shigi entwickeln. Die hat auch aus einer Hand. Eine Hardshell. Also. Die geben einem auch etwas. Lustig. Die können einem auch was geben. Das ist ja funny. Aber ich lege jetzt hier meinen Schlafsack aus, gehe in die gute Nacht und wünsche euch noch eine gute Nacht, weil ihr es wieder guckt. Leute, Daumen nach oben, vergesst nicht zu abonnieren, kommentieren, wenn ihr was zu sagen habt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Videos da noch kommen werden. Ich mache jetzt erstmal hier Aufnahmeschluss und wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder, hoffentlich in Pokémon Wilds. Bruder, Schwester, Faust geht raus, haut rein, viel Spaß mit Videos auf der Endcard und ciao.